Gut, herzlichen Glückwunsch, hätte ich fast gesagt. Herzlich willkommen. Auch allen Adlerfreunden und Fußballfans zum Livestream-Vorschau zum Spiel, Regionalligaspiel beim SSV Jeddelo. Nochmal mit den letzten Informationen vor der Abreise morgen früh. Ne, in unserer Mitte haben wir heute mal einen Spieler mitgebracht, unseren Corwin. Ja, dass Corwin sich auch mal vielleicht zur Trainingswoche äußern kann oder wie er das empfindet, ne, dass er morgen dann auf die alte Kraftmaschine Conor Gnerlich trifft im Spiel. Und das ist, glaube ich, auch für euch sehr interessant, mal von unseren Spielern direkt da was zu hören. Olli ist auch dabei, wird auch seinen Senf dazu geben. Fangen wir an mit Olli. Ne, sind wir vorbereitet, wenn wir nach draußen schauen. Es waren eisige Temperaturen heute beim Training und auch in Jeddelo soll es schneien. Also ne, erwartet uns hoffentlich so ein richtiges, eisiges Sensationsspiel in Jeddelo. Ich hoffe, dass es kein Sensationsspiel wird und ich denke auch, dass ja morgen in Jeddelo die Sonne scheinen soll und da vielleicht tatsächlich die Chance noch besteht, dass dort gespielt werden kann. Als ich heute Morgen aus der Tür gekommen bin, hatte ich allerdings schon große Sorge. Der Sachsenwald. Alles optimal, alles perfekt, super Abschlusstraining gehabt, auch wenn es ein bisschen geschneit hat. Insofern kann es für uns losgehen. Wir haben fast alle Mann an Deck, mit Ausnahme unserer beiden Sorgenkinder, Jonathan Stöber und Morten Knutzen. Leider sieht es auch im Falle Stan van Dijk noch nicht so aus, als könne er uns an diesem Wochenende helfen. Er hat allerdings schon große Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber ansonsten war der Platz voll mit motivierten Kickern, die alle Bock haben, unsere kleine Mini-Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Wir sind in einer richtig guten Stimmung, anders kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Wieder dieser Mix aus Spaß und Freude und aber auch trotzdem Konzentration und Leistungsbereitschaft, das ist dieses Gemisch, was uns auch dann vor der Winterpause ja schon über einen längeren Zeitraum getragen hat. Und da sind wir jetzt gerade wieder. Insofern wäre es schade, wenn der Wettergott uns da einen Strich durch die Rechnung machen würde und uns dann heute um 17 Uhr soll die Platzkommission in Jeddelo dann nochmal eine Begehung starten. Und wenn die Herrschaften dann sagen würden, es geht nicht, das wäre natürlich nicht so schön. Vor allem, weil wir dann kaum noch in der Lage sind, ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. Aber wie gesagt, wir sind optimistisch, so wie wir so generell an unsere Aufgaben angehen, so gehen wir auch mit diesem Spiel um. Die Vorbereitung lief so wie immer. Insofern können wir es von jetzt an noch nicht mehr beeinflussen. Ich glaube, insgesamt, wer sich so ein bisschen mit Phoenix auskennt, der hat am letzten Wochenende eine Mannschaft gesehen, die endlich auch zu Hause diese Leistung gebracht hat, beziehungsweise das Ergebnis gebracht hat, wie man es auch schon auswärts gesehen hat. Das wollten wir unbedingt, das hatten wir uns fest vorgenommen. Dafür haben wir auch sehr, sehr viel investiert gegen einen richtig guten Gegner, der uns in der zweiten Halbzeit auch in vielen Bereichen nochmal richtig gefordert hat. Wichtig für uns war, dass wir zu Null gespielt haben, dass wir auch diese Angriffswellen, die auf unser Tor rollten, gut verteidigt haben. Es war kaum mal ein klarer Abschluss dabei, wenngleich sie eben bis zum 16. richtig gut vorgetragen waren, die Situation. Insofern nochmal ein großes Lob auch an all die, die da dort neu in der Kette zusammengearbeitet haben, an die, die auch vielleicht auf Positionen gespielt haben, die sie sonst so in dieser Form auch noch nicht begleitet haben. Und am Ende kam dann ein tolles Ergebnis raus mit viel, viel Begeisterung auch auf den Rängen. Von daher war es ein gelungener Tag und das hat sich übertragen bei uns auf die Abläufe unter der Woche. Corvinho,
Das ist übrigens so, dann kannst du ein bisschen größer, kannst du schon machen, bis man sich wieder kaum hinter den Ball. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so noch vorgestellt ist, aber gut, ja. Der Ball ist dein bester und auch einziger Freund. Wir haben ja auch nebenbei noch ein paar Bücher gespielt. Ja, habe ich gesehen, schön. Sehr schön. Ja. Der deutsche Fußball. So, also, Corvinho, wie hast du die letzten Wochen empfunden? Erzähl mal so ein bisschen was aus deinem Leben. Bist du sonst nicht so einer, der so laute Töne anschlägt? Vielleicht hast du heute mal ein paar Klassiker auf Lager. Ja gut, die letzten Wochen, also ich war ja jetzt, die letzten zwei Trainingswochen eigentlich raus, komplett. Jetzt, die letzte Woche war ich wieder dabei, konnte mir da voll durchtrainieren, war auch wichtig für mich, ein bisschen Sicherheit wieder reinzukriegen. Stimmung ist super, würde ich sagen, ne? Nach dem 3-0 jetzt. Wochen, als du nicht da warst, war sie richtig gut. Ja, scheiße. Bin ich einmal nicht da und dann ist es noch besser. Ja. Nee, aber super Stimmung. Auch gute Trainingswoche. Auch heute fand ich, war am Anfang ging es so, aber hinten raus war es konzentriert, würde ich sagen. Genau. Und ja, also ich bin guter Dinge, dass wir da morgen eine gute Partie abliefern werden, wenn es stattfinden wird. Wie sind denn deine Erinnerungen an das Hinspiel? An das Hinspiel? Ja. Hast du da Erinnerungen? Ja, 0-0, wenn ich mich nicht irre. Ne? Das ist richtig. Ja, hätten wir gewinnen müssen, können, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war mehr drin, würde ich sagen. Haben wir viele Chancen ausgelassen. Jetzt. Aber die 0 hat gestanden, das ist auch nicht schlecht. Ja, und jetzt mit ein bisschen mehr Rückenwind, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, haben wir doch bestimmt gute Chancen. Ne? Ich gehe auch davon aus, wenn wir jetzt... Wir müssen jetzt auf der Welle surfen, würde ich sagen. Oha! Oh, jetzt hat er einen rausziehen. Nee, also. Ist auch so ein Surfer-Typ, ne? Ja. Strand ist mein Leben. Ja. Also, jetzt nach dem Derby, ne, super das mitgenommen gegen Havese und jetzt denke ich gegen Jadlo den Schwung mitnehmen und versuchen mal die 3 Punkte zu holen. Apropos Surfen, wenn jetzt Connor über deine Seite angesurft kommt. Das ist auch ein Surfer. Ja, das ist ein klassischer Surfer. Schubst du ihn dann vom Brett oder wie ist dein Plan? Ja, definitiv, ne? Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sie da sehen. Ist auch ein netter Kerl, mit dem wir hier auch gute sehr Zeiten gut haben. Aber im Spiel ist, dann muss man das natürlich ausblenden, ist klar. Genau. Ja. Dann halten wir es heute ein bisschen kürzer. Ist ja auf jeden Fall ein bisschen Information rübergekommen. Vielen Dank, Corvin. Und liebe Adlerfans, an euch auch nochmal persönlich. Das ist schon ein weiter Ritt nach Jeddelo. Aber informiert euch bitte über unsere Kanäle heute Abend nochmal, ob das Spiel tatsächlich stattfindet. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere sich mit uns auf den Weg macht, weil jeder Fan tut der Mannschaft gut, gibt nochmal ein bisschen Rückhalt, denn wir fahren dort nicht hin, um irgendwie ein Regionalligaspiel abzuliefern, sondern es wird eine Adlertruppe auf dem Platz stehen, die 3 Punkte will. Ja, damit schließe ich für heute. Ja. Ich bin noch nicht gut, wenn man sagt. Ja, natürlich. Für heute machen wir Feierabend. Aber wir freuen uns, dass das Format so super angenommen wird. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Es bringt uns allen unwahrscheinlich viel Spaß. Wir kriegen natürlich gute Feedbacks auch. Das motiviert einen umso mehr. Was ihr alle noch machen könnt, ist den Kanal ein bisschen mehr noch zu verbreiten, noch mehr Abonnenten zu gewinnen. Dann schmeckt das Ganze noch ein bisschen besser. Insofern unterstützt uns in diesem Bereich. Es ist ein einzigartiges Format für Regionalliga-Verhältnisse. Wir sind bestrebt, immer wieder auch neue Programminhalte dort zu inkludieren. Insofern, ja. Ja, die ersten Verhandlungen mit Prominenten laufen, mit prominenten Gästen. Also nicht, dass du nicht auch so prominent bist, aber mit noch prominenteren Gästen laufen. Werden wir euch auch in den nächsten Wochen überraschen. Ich habe von gehört, dass Corvin tatsächlich jede Folge Adler TV geschaut hat. Auch das seht ihr, wenn es unsere Spieler schon nicht langweilt, euch hoffentlich dann auch nicht. Ja? Macht das, wir freuen uns drauf und drückt uns, wenn ihr hier bleibt, die Daumen.
für das Jelle-Lo-Spiel. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Der Klassiker, ich probiere es wie jede Woche wieder, ob es funktioniert oder nicht, dieses Mal mit der Fernbedienung. Und sehr gut, es funktioniert wieder nicht, also kriegst du gleich meinen dicken Daumen wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.